Hallo zusammen. So unterschiedlich die einzelnen Religionen noch sein mögen, es gibt ja eine Sache, die doch eigentlich mehr oder weniger alle Religionen miteinander gemeinsam haben, nämlich sie behaupten, dass das menschliche Leben mit dem physischen Tod nicht zu Ende ist. Es gibt eigentlich keine Ausnahmen davon, sondern in allen Religionen existieren solche Ideen von einer Fortexistenz des Lebens nach dem Tod. Die sogenannte Terror Management Theory geht sogar davon aus, dass Religionen in ihrem Kern eigentlich nichts anderes sind als Bewältigungsmechanismen für die eigene Angst vor dem Tod. Also der Mensch wird sich der eigenen Sterblichkeit bewusst und muss irgendwie mit der Angst umgehen, die aus dieser Erkenntnis der Sterblichkeit entsteht, und entwickelt deswegen Religionen und Jenseitsvorstellungen. Es existieren allerdings in den unterschiedlichen Religionen ganz erhebliche Variationen dieser Idee eines Lebens nach dem Tod. Es ist zum Beispiel unterschiedlich, wie groß die Bedeutung des Lebens nach dem Tod ist, also welche Bedeutung diesem künftigen Leben innerhalb der Religionen zugemessen wird, ob es wichtig oder unwichtig ist. Es ist auch ganz unterschiedlich, ob dieses zukünftige Leben positiv oder negativ aufgefasst wird. Also ob es etwas ist, was man befürchten sollte oder etwas ist, worauf man hoffen sollte. Es ist auch nicht einmal eindeutig, ob es eine Art von ausgleichender Gerechtigkeit ist. Das heißt, dass die Ungerechtigkeiten der irdischen Existenz in der künftigen Existenz wieder gut gemacht werden. Und manchmal ist auch nicht... Es ist auch umstritten, ob es eine Art von Erlösung sein soll, also ob eine Erlösung aus der irdischen Existenz notwendig ist oder nicht. Also kurzum, wie dieses jeweilige Weiterleben nach dem Tod aussieht, das ist je nach Religion sehr, sehr verschieden. Allein die Idee, dass es eine solche Fortsetzung des menschlichen Lebens nach dem Tod gibt, die ist praktisch allen Religionen in irgendeiner Form gemeinsam. Man kann jetzt diese doch sehr vielfältigen Vorstellungen von einem Leben nach dem Tod in verschiedene Kategorien einordnen, nach verschiedenen Kategorien sortieren. Eine erste ganz interessante Unterscheidung, die man treffen kann hinsichtlich der Bedeutung eines solchen Lebens nach dem Tod, das ist die Unterscheidung zwischen einem metaphorischen und einem realen Leben nach dem Tod. Metaphorisches Leben nach dem Tod, das ist gemeint, wenn wir zum Beispiel von dem unsterblichen Freddie Mercury oder sowas sprechen. Gemeint ist ja nicht, dass Freddie Mercury wirklich unsterblich ist, er ist ja schon gestorben, nicht wahr? Sondern gemeint ist, er lebt auf Dauer weiter, und zwar in der Erinnerung seiner Fans oder in seinen Werken, in seiner Musik und so weiter und so fort. Also ein metaphorisches Weiterleben nach dem Tod wäre ein Weiterleben in der Erinnerung. Eigentlich ist diese Form von Weiterleben gar keine religiöse Vorstellung. Also es braucht überhaupt keine Religion, es braucht keinen Gott, kein Jenseits und so weiter, um ein solches metaphorisches Weiterleben zu ermöglichen. Das ist auch vollständig mit einer komplett säkularen oder naturalistisch verstandenen Welt vereinbar. Allerdings spielen solche Formen des metaphorischen Weiterlebens in den Gedanken der Nachwelt und so in einigen Religionen doch eine ganz bedeutende Rolle. Zum Beispiel ist das in den ältesten Formen der griechischen Religion so. Zwar kennt die antike griechische Religion auch die Vorstellung eines Jenseits, also des Hades, der Unterwelt, in der ja die Seelen der Toten weiterleben, aber viel zentraler als dieser Hades-Glaube ist ja der Glaube an die Weiterexistenz in der Erinnerung, also im Nachruhm, in dem Ruhm und der Erinnerung, die das eigene Leben überdauern. Im Vergleich dazu ist diese Existenz der Seele in der Unterwelt bloß eine blasse, eine trostlose Fortexistenz, also ein fader Nachgeschmack des echten Lebens, nichts, was man wirklich, worauf man wirklich hoffen sollte. Um das zu illustrieren, vielleicht mal ganz kurz, es gibt eine sehr berühmte Passage in Homers Odyssee, in der Odysseus in die Unterwelt hinabsteigt, und in der Unterwelt trifft er seinen alten Kameraden Achilles. Der Achilles ist vor längerer Zeit bereits gestorben, und Odysseus versucht nun, den Achilles über sein Schicksal zu trösten, indem er ihm sagt: Naja, Achilles, schau mal, du bist doch immer noch hoch angesehen und geehrt, und du bist auch hier unter den Toten noch der König unter den Verstorbenen. Das ist doch auch etwas, worüber man glücklich sein kann. Und Achilles antwortet ihm in diesen sehr bekannten Worten, er sagt:
Suche mich nicht, über den Tod zu trösten, strahlender Odysseus. Wollte ich doch lieber als Ackerknecht Lohndienste bei einem anderen, einem Manne ohne Land los, leisten, der nicht viel Lebensgut besitzt, als über alle die dahingeschwundenen Toten Herr sein. Also dieses Leben nach dem Tod, die Existenz der Seele im Hades, das ist eigentlich nichts, ja, worauf man sich freuen sollte, nichts, was man sich wünschen sollte. Selbst das ärmlichste Leben in der wirklichen Welt ist noch besser, als der Herrscher über alle Toten zu sein. Das Einzige, worauf man wirklich hoffen kann in dieser Phase der griechischen Religion, das ist eben der Nachruhm, das metaphorische Leben nach dem Tod. Das Reale hingegen, das ist nicht besonders viel wert. Reales Leben nach dem Tod hingegen, das wäre dann eben die Art, die uns jetzt hier aber interessieren soll, wenn wir die Frage stellen, was ist das Leben nach dem Tod? In einem solchen realen Leben nach dem Tod, da wird das Leben vor dem Tod fortgesetzt. Das heißt, die Person, die vor dem Tod existiert hat, existiert auch weiterhin, und zwar als dieselbe Person, die sie vorher bereits gewesen ist. Eine solche Fortsetzung des Lebens nach dem Tod ist real. Das heißt, sie ist in dem Sinne real, dass das Leben, das wir jetzt leben, kontinuierlich fortgesetzt wird. Das Leben, wie es jetzt ist, endet nicht mit dem Tod. Gemeint ist mit dem Leben natürlich das Leben im personalen Sinn. Und das ist jetzt ein bisschen schwierig, also ist nicht ganz leicht zu verstehen oder nicht leicht eine Definition zu geben davon, was damit gemeint sein soll, mit diesem Leben im personalen Sinn. Introspektiv ist das aber ganz ohne weiteres zugänglich. Also wenn Sie sich bewusst machen, jetzt in diesem Moment, dass Sie jetzt in diesem Moment existieren. Also Sie können sich sagen, ich existiere, ich bin es, der bestimmte Gedanken und Empfindungen hat, der bestimmte Erlebnisse hat, der bestimmte Dinge tun kann und so weiter und so fort. Wenn Sie sich introspektiv diesen Zustand bewusst machen, dann müssen Sie einfach nur sagen, der Zustand, den ich jetzt gerade erfahre, der soll über den Tod des Körpers hinaus andauern. Also in diesem Sinne würden wir von einem realen Leben nach dem Tod sprechen. Eine andere mögliche Unterscheidung, die man bei den verschiedenen Vorstellungen vom Leben nach dem Tod treffen kann, das ist die Unterscheidung zwischen einer personalen und einer nicht-personalen Fortexistenz. Zunächst mal zur apersonalen Fortexistenz. Also ein apersonales Weiterleben nach dem Tod würde bedeuten, dass die Person, die vor dem Tod existiert hat, verschwindet im Tod. Sie existiert nicht mehr als personales Individuum, aber das wird nicht zerstört, sondern das personale Individuum, das vor dem Tod existiert hat, geht in einem überpersönlichen Ganzen auf. Also es lebt weiter, aber in veränderter Form. Es existiert, ist aber als personales Wesen vernichtet worden. Diese Vorstellung von einer unpersönlichen Fortexistenz, die findet sich besonders in einigen östlichen Religionen. Also das findet man in verschiedenen Formen des Hinduismus, wo es diese Idee gibt von einem Aufgehen der Einzelseele, dem Atman, in der großen Weltseele, dem Brahman. Oder man findet das auch exemplarisch im chinesischen Daoismus. Der Tod wird von den Daoisten verstanden als eine Art Transformation. Also das Individuum kehrt im Tod zur Einheit mit dem Tao zurück. Und dieses Tao, ja, das ist die Urkraft, das Grundprinzip des Universums, aus dem alle Erscheinungen, alle existierenden Dinge hervorgehen. Und der Tod ist nichts weiter als die Transformation dieser Manifestation des Tao, die wir sind, und die Rückkehr in die Einheit mit diesem Tao. Vielleicht auch hier eine ganz interessante Passage, um das zu illustrieren, aus dem Zhuangzi. Zhuangzi ist ein daoistischer Philosoph des antiken China, und es gibt in seinem Buch eine ganz nette Passage, wo er den Verlust seiner Frau betrauert. Also er hat seine Frau verloren und wird jetzt zu einem anderen Philosophen gefragt, warum er aufgehört hat, um sie zu weinen. Zhuangzi antwortet darauf: Im ersten Moment, als sie gestorben war und mich allein zurückließ, da konnte ich nicht anders als die anderen damit umgehen und war voller Trauer. Doch dann blickte ich zurück auf ihren Ursprung, auf ihren Zustand, bevor sie geboren war. Wie eine Pflanze aus der Mitte des Samens hervorsprießt, geschah eine Wandlung und es entstand Lebenskraft. Die Lebenskraft wandelte sich und es entstand Form. Die Form wandelte sich und es entstand Leben. Jetzt geschah wiederum eine Wandlung und sie starb. Das alles lässt sich betrachten wie die Abfolge von Frühling und Herbst, Sommer und Winter im Lauf der vier Jahreszeiten. Also eine Transformation der
Urprinzipien des Tao hat die individuelle Person erzeugt. Eine weitere Transformation führt dazu, dass die individuelle Person zerstört wird. Als individuelle Person hat sie aufgehört zu existieren. Aber in der Einheit mit dem Tao geht nichts verloren. Existiert sie weiter, wenn auch nicht als die Person, die sie mal gewesen ist. Das wäre also ein Beispiel für eine solche unpersönliche Form der Fortexistenz. Personale Fortexistenz hingegen, das bedeutet jetzt, dass die Person als Person weiter existiert. Also das ich jetzt bin, wird auch nach dem Tod weiter existieren. Und zwar in einer unveränderten oder zumindest nicht wesentlich veränderten Form. Das Leben nach dem Tod ist dann die Fortsetzung meiner Existenz. Also es ist nicht irgendeine Existenz von irgendwas oder irgendwem, die nach meinem Tod kommt, sondern es ist eine Existenz, die meine Existenz vor dem Tod fortsetzt. Innerhalb dieser personalen Fortexistenz kann man jetzt nochmal weiter unterscheiden zwischen zwei anderen Kategorien, nämlich zwischen monistischen und dualistischen Modellen von personaler Fortexistenz. Dualistische Modelle sind die am besten bekannten und die gehen von einer dualistischen Anthropologie aus. Dualistische Anthropologie, das heißt hier, der Mensch besteht aus zwei unabhängigen Substanzen, also aus einem physischen und einem mentalen Teil, aus dem Körper und aus der Seele. Der Körper ist der materielle Aspekt des Menschen. Die Seele hingegen ist der immaterielle Aspekt. Oder die Seele ist irgendwie feinstofflich oder sowas oder irgendwas ganz Komisches, was anderes. Hauptsache, sie ist nicht irgendeine Form von gewöhnlicher Materie. Dualistische Modelle sagen nun, es gibt nur einen dieser Teile, der den Tod überlebt. Also der Mensch zerfällt im Tod in diese zwei Teile und nur einer der Teile kann weiter existieren. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten, wie das ausgestaltet werden kann. Die erste Möglichkeit lautet, nur die Seele lebt weiter. Das ist das bekannte Konzept einer unsterblichen Seele, das wir aus vielen verschiedenen Kulturen kennen. Und das ist auch in der Geschichte der Menschheit sehr, sehr weit verbreitet in unterschiedlichen Ausgestaltungen. Also es ist sehr unterschiedlich zum Beispiel, wie dieser Begriff der Seele verstanden wird, also was die Seele ist. Ist das bloß eine reine Lebenskraft oder ist das der Träger der Individualität, des Bewusstseins? Gibt es eine Seele oder gibt es mehrere Seelen? Also da gibt es einen ganz bunten Strauß von ganz verschiedenen Vorstellungen. Ebenfalls unterschiedlich sind die einzelnen Vorstellungen darin, wo eigentlich diese Seele weiter existiert. Also bleibt sie beispielsweise als ein Geistwesen in der normalen, der alltäglichen Wirklichkeit. Das ist eine Idee, die man oft in indigenen Religionen findet, dass die Geister der Verstorbenen einfach in dieser Welt hier weiterleben und das einfach in einer veränderten Form tun. Oder es gibt die Vorstellung, wie man das jetzt in der griechischen Antike beispielsweise hat, dass es einen besonderen Bereich der Wirklichkeit gibt, einen besonderen Bereich der Welt, sagen wir mal eher, also der gewöhnlichen materiellen Welt, einen besonderen Bereich der Welt, in dem dann die Geister der Toten existieren, getrennt von den Lebenden, aber doch in der gleichen Welt wie diese. Also in der gleichen Welt bedeutet, das ist theoretisch oder vielleicht sogar praktisch lokalisierbar ist. Also man ging zumindest in den frühen Zeiten der griechischen Antike beispielsweise davon aus, dass die Unterwelt real zugänglich ist über bestimmte Orte in der normalen Menschenwelt. Oder es kann natürlich auch die Vorstellung geben, dass die Seele in einem ganz separaten Bereich der Wirklichkeit, der getrennt ist von der normalen Welt, weiter existieren, also in einem Paradies im Himmel oder so etwas, in einer Götterwelt, die transzendent und jenseitig ist. Allen gemeinsam ist eben nur, dass die Fortexistenz eine rein körperlose Fortexistenz ist. Nur die Seele ist es, die weiter existiert und alles Körperliche lässt sie mit dem Tod zurück. Die zweite Möglichkeit, wie ein solches dualistisches Modell aussehen könnte, ist das Reinkarnationsmodell. Hier geht man davon aus, die Seele existiert weiter, aber sie existiert nicht separat weiter, sondern sie verbindet sich nach dem Tod mit einem neuen Körper. Diese Vorstellung finden Sie insbesondere in asiatischen Religionen, das wissen Sie ja wahrscheinlich, also im Hinduismus und im Buddhismus sind unterschiedliche Reinkarnationsvorstellungen präsent. Aber auch in der griechischen Antike gibt es diese Idee. Schauen Sie sich Platon an, schauen Sie sich Pythagoras an, auch die kennen diese Idee von einer Seelenwanderung und von einer Wiedergeburt. Und nicht zuletzt auch indigene Religionen kennen diese Idee der Wiedergeburt, insbesondere die indigenen Religionen Afrikas haben unterschiedliche Wiedergeburtsvorstellungen entwickelt.
Möglichkeit Nummer 3 ist etwas entlegener. Die Möglichkeit Nummer 3 ist quasi das Gegenmodell in der dualistischen Anthropologie und besagt, nur der Körper existiert weiter und die Seele wird zerstört. Das ist eine Vorstellung, die jetzt nicht unbedingt von religiöser Bedeutung ist, aber die trotzdem in unterschiedlichen Kulturen anzutreffen ist, nämlich zum Beispiel im Glauben an Zombies, an lebende Leichname, an Untote und so weiter und so fort, also an Wesen, die nach ihrem Tod körperlich weiter existieren, aber ohne eine Seele, also deren Seele mit dem Tod zerstört worden ist. Dann gibt es jetzt alternativ zu den dualistischen Modellen eben noch die monistischen Modelle eines Lebens nach dem Tod. Die sind tendenziell eher seltener und historisch betrachtet vermischen sich diese monistischen Modelle auch relativ häufig mit dualistischen Ideen. Insbesondere im Christentum kann man das ziemlich gut beobachten, wie da der griechische Dualismus und der jüdische Monismus sich miteinander verschmelzen. Solche monistischen Modelle gehen von einer monistischen Anthropologie aus. Das heißt, sie betrachten den Menschen als eine psychophysische Einheit, also eine Einheit von Körper und Seele, und eine Fortexistenz der Person kann es nur geben, wenn die ganze Person, also Körper und Seele, weiter existiert. Die klassische monistische Vorstellung, das ist die Idee der Auferstehung, wie man sie im Christentum und im Judentum kennt. Der Gedanke ist hier, nach dem Tod wird der Körper des Menschen zerstört. Also der Tod ist das Ende des menschlichen Körpers. Der Mensch wird als psychophysische Einheit vernichtet im Tod. Er stirbt also wirklich. Aber, so zumindest in der christlichen Interpretation, Gott bewahrt die Seele auf und fügt am jüngsten Tag dann die Seele mit dem neu erschaffenen Auferstehungskörper wieder zusammen, sodass die Existenz der Person fortgesetzt werden kann nach einer gewissen Unterbrechung. In anderen, also insbesondere in jüdischen Vorstellungen oder in älteren christlichen Vorstellungen, ist es dann auch so, dass die Seele gar nicht so vorkommt, sondern dass der Mensch tatsächlich mit dem Tod vollständig vernichtet wird und am jüngsten Tag mit der Auferstehung wird der Mensch wieder neu geschaffen und die Existenz nach dieser Unterbrechung fortgesetzt von Gott. Es gibt also quasi eine Phase der Nicht-Existenz innerhalb von zwei Phasen der Existenz der menschlichen Person. In der Gegenwart gibt es auch von ganz anderer Seite, nämlich aus einer naturalistischen oder transhumanistischen Richtung, solche monistischen Vorstellungen von einem Leben nach dem Tod, wie das zum Beispiel in der Idee des Mind-Uploading zu finden ist. Beim Mind-Uploading geht man davon aus, dass das Bewusstsein keine Seele ist, sondern dass das Bewusstsein eine Form von Information ist. Information, die auf einem bestimmten physischen Träger gespeichert wird. In unserem Fall ist dieser physische Träger eben das Gehirn. Information kann nun aber prinzipiell auf jedes beliebige andere Speichermedium übertragen werden. Und es ist vollkommen egal, in welcher Form die Information physisch kodiert wird. Es ist einfach nur relevant, dass die Information die gleiche ist. Das bedeutet, rein theoretisch müsste man ja die Information, die in meinem Gehirn gespeichert ist, auf ein anderes Medium, auf einen elektromagnetischen Speicher oder so etwas, übertragen können. Und damit würde dann das Bewusstsein sozusagen runtergeladen werden können aus dem Gehirn und hochgeladen werden können auf einen USB-Stick oder was weiß ich was. Es könnte dann auch in einen robotischen Körper eingesetzt werden oder sowas, sodass man einfach die Existenz in einem anderen Körper auf gleiche Art und Weise weiterführen könnte. Ganz einfach, weil die Information bewahrt wird. Gut, die philosophisch interessante Frage angesichts dieser sehr verschiedenen Modelle von Weiterexistenz nach dem Tod ist jetzt allerdings: Kann es sowas überhaupt geben? Kann es so etwas wie Unsterblichkeit überhaupt geben? Technisch betrachtet ist diese Frage nach der Möglichkeit von Unsterblichkeit ein Spezialfall des weiteren philosophischen Problems der personalen Identität. Also das ist derjenige Bereich der Philosophie, der um die Fragen kreist, was macht die Identität einer Person aus? Also was macht mich zu der Person, die ich bin? Und was garantiert die Identität einer Person im zeitlichen Verlauf? Also was sorgt dafür, dass ich heute noch die gleiche Person bin, wie ich es letztes Jahr gewesen bin und dass ich im nächsten Jahr noch dieselbe Person sein werde, die ich heute bin? Fragen wir uns jetzt also mal, ist es möglich, das personale Leben nach dem biologischen Tod fortzusetzen? Und ist es möglich, heißt jetzt hier, ist es denkmöglich? Also denkmöglich im Sinne von, ist es überhaupt vorstellbar? Ob es faktisch möglich ist, also ob das Universum de facto so eingerichtet ist, dass diese Möglichkeit auch realisiert werden kann,
Das ist nochmal eine andere Frage, die wir ja vielleicht gar nicht so gut beantworten können. Uns geht es jetzt erstmal nur um die reine Denkmöglichkeit. Wenn personale Existenz nach dem Tod möglich sein soll, im Sinne von denkmöglich, dann müssen ein paar Bedingungen erfüllt sein. Insgesamt würde ich sagen, sind das drei und die schauen wir uns jetzt mal kurz der Reihe nach an. Bedingung Nummer eins lautet, was nach dem Tod existiert, muss eine Person sein. Sonst könnte es ja keine personale Existenz nach dem Tod sein. Was aber macht jetzt eigentlich eine Person aus? Was ist eine Person? Das ist eine verdammt komplizierte philosophische Frage, über die man allein ein ganzes Seminar veranstalten könnte, aber ganz grob gesagt läuft die Antwort ungefähr in diese Richtung. Personen sind Wesen mit bestimmten Eigenschaften, nämlich sie haben zum Beispiel ein Bewusstsein, sie sind fähig zu Sprache und zu rationalem Denken. Und Personen sind Wesen, die handeln können. Handeln im Gegensatz jetzt zu bloßem Verhalten. Also natürlich auch ein Käfer kann Dinge tun, kann Blätter rauf und runter krabbeln oder irgendwelche Pflanzen anknabbern oder was weiß ich was, aber ein Käfer handelt nicht. Warum nicht? Weil der Käfer sich des eigenen Handelns nicht bewusst ist und deswegen auch keine Verantwortung übernehmen kann für das, was er tut. Wenn eine Mücke sie sticht, können Sie der Mücke schlecht einen Vorwurf machen? Was sollte denn das, liebe Mücke? Warum stichst du mich? Weil die Mücke Ihnen darauf nichts antworten kann. Sie kann also nicht verantwortlich gemacht werden für das, was sie tut. Das können nur Personen. Also Personen können handeln, können denken, können Verantwortung übernehmen für das, was sie tun. Sie können das deswegen, weil sie über Selbstbewusstsein verfügen. Das heißt, sie können erkennen, dass sie es sind, die eine bestimmte Handlung vollzogen haben oder die einen bestimmten Gedanken gedacht haben oder die sich selbst halt durch die Zeit als dieselbe erkennen können. Kann man aber dann eine Person sein, ohne überhaupt einen Körper zu haben? Das ist ja irgendwie schwierig sich vorzustellen. Also zumindest keine Sache, die auf der Hand zu liegen scheint. Was würde denn beispielsweise körperloses Sprechen oder körperloses Handeln bedeuten? Es ist nicht klar, dass diese Ideen, was es heißt, zu sprechen, zu handeln und so weiter, dass die ohne weiteres von der physischen Manifestation des Sprechens und Handelns getrennt werden können. Also ob eine körperlose Person überhaupt etwas Vorstellbares ist, wäre eine Frage, die prinzipiell offen ist und diskutiert werden müsste. Bedingung Nummer zwei lautet, die Person vor dem Tod und die Person nach dem Tod müssen faktisch identisch sein. Also es geht nicht bloß darum, dass jemand das Gefühl hat, identisch mit mir zu sein oder dass andere diese Person als identisch mit mir betrachten würden, sondern es geht um faktische Identität. Wenn nach meinem Tod irgendjemand im Paradies aufwacht und das Gefühl hat, er wäre früher mal Sebastian Gäb gewesen, aber faktisch nicht identisch mit mir ist, dann zählt das nicht. Und wenn irgendwelche Leute ein neugeborenes Kind nach meinem Tod als meine Reinkarnation betrachten, dann reicht das nicht aus dafür, dass es wirklich meine Reinkarnation ist. Es reicht nicht, ein Gefühl oder eine Überzeugung von Identität zu haben, sondern faktische Identität muss bestehen. Bloß, worin besteht eigentlich die faktische Identität einer Person? Also was ist das Kriterium dafür, wann eine Person faktisch mit einem späteren Stadium ihrer Existenz identisch ist? Ja, das ist eine verdammt schwierige Frage. Auch das genug Material für ein eigenes Seminar. Das ist ja die Kernfrage der ganzen Debatte über personale Identität. Was macht personale Identität eigentlich aus? Wir werden gleich mal sehen, was für verschiedene Optionen es geben könnte, die hier für dieses Gebiet Leben nach dem Tod überhaupt in Frage kommen und ob die sich für das eignen, was wir gerne von ihnen hätten, nämlich die Identität über den Tod hinaus zu garantieren. Und schließlich Bedingung Nummer drei. Das Bewusstsein der Identität muss vorhanden sein. Es nützt ja nichts, wenn die Person nach dem Tod zwar faktisch identisch ist mit der Person vor dem Tod, aber nichts davon weiß. Also wenn das Bewusstsein, mein eigenes Bewusstsein, das ich jetzt habe, nicht weiter zurückgeht als bis zum Beginn der aktuellen Phase meiner Existenz, ja, dann ist es nicht anders, als hätte es davor nie irgendetwas gegeben. Also stellen Sie sich vor, wir könnten doch alle seit Millionen von Jahren immer wieder neu reinkarniert worden sein. Aber wenn wir nichts davon wissen und vielleicht auch niemals etwas davon wissen könnten, dann macht es keinen Unterschied, ob das der Fall ist oder nicht. Schauen wir uns jetzt also mal die Frage nach dem Kriterium der Identität ein bisschen genauer an. Wenn ich ein Leben nach dem Tod haben soll, dann muss wer auch immer nach meinem Tod existiert, mit mir identisch sein. Darauf haben wir uns jetzt soweit einigen können.
wenn nach meinem Tod irgendjemand geboren wird, ja, der behauptet, eine Reinkarnation von mir zu sein, so etwas, dann ist er nur dann wirklich die Reinkarnation von mir, wenn ich vor meinem Tod und dieses neugeborene Wesen miteinander identisch sind. Andernfalls ist das für mich zumindest vollkommen irrelevant. Also wenn irgendjemand anderes seine Existenz beginnt, nachdem ich gestorben bin, ja, dann ist das für den anderen vielleicht ganz nett. Aber das ist dann mir herzlich egal, weil meine Existenz ja trotzdem nach meinem Tod beendet ist. Also nur wenn die Klammer der Identität die Existenz vor und nach dem Tod miteinander zusammenhält, dann kann ich von meinem Leben nach dem Tod sprechen. Und nur das interessiert mich ja letzten Endes. Was könnte nun ein solcher Träger von personaler Identität sein, der den Tod überdauern kann? In der Debatte über personale Identität wird normalerweise unterschieden zwischen zwei bis drei großen Typen von Theorien, nämlich Körpertheorien, Bewusstseinstheorien und Further-Fact-Theorien, von denen wir die Körpertheorien natürlich jetzt direkt ausschließen können. Also der Körper endet mit dem Tod, also die Existenz des Körpers oder des Organismus vielleicht besser gesagt, endet mit dem Tod und insofern scheidet der natürlich aus als Träger von personaler Identität über den Tod hinaus. Was bleibt denn dann? Naja, die naheliegendste Antwort ist es zu sagen, es muss eine immaterielle Seele existieren, die der Träger dieser personalen Identität ist. Könnte eine immaterielle Seele meine personale Identität über den Tod hinaus bewahren? Tja, das ist ein schwieriges Problem, denn die Vorstellung einer Seele an sich ist bereits problematisch. Wenn Sie davon ausgehen wollen, dass es so etwas wie eine Seele gibt, dann müssen Sie eine dualistische Metaphysik voraussetzen, also eine eigene Seelensubstanz annehmen. Sie müssen annehmen, dass diese Seelensubstanz, die mentale Substanz und die physische Substanz, aus der Ihr Körper besteht, unabhängig voneinander existieren können. Sonst kann die Seele schlecht den Tod des Körpers überdauern. Und dann kriegen Sie das uralte Problem jeder dualistischen Metaphysik. Wie soll denn das mit der Interaktion funktionieren? Also wie können Körper und Seele miteinander interagieren, wenn sie doch eigentlich vollkommen unabhängig voneinander sind? Gesetzt den Fall, man könnte dieses ganz fundamentale Problem dualistischer Metaphysik lösen, bleibt speziell auf den Fall der Seele nach dem Tod bezogen ein weiteres Problem, nämlich wie kann eigentlich eine körperlose Seele als eine bestimmte Person identifiziert werden? Identifikation, also jemanden als eine bestimmte Person zu erkennen, setzt ja normalerweise voraus, dass bestimmte physische Eigenschaften vorhanden sind, anhand derer wir den anderen identifizieren können. Also ich erkenne meine eigenen Eltern vielleicht daran, wie sie aussehen, wie sie reden, an der Art, wie sie sich bewegen und so weiter und so fort. Alles das funktioniert aber nicht mehr, wenn der Körper nicht mehr existiert. Also wenn ich jetzt beispielsweise ein Medium aufsuche und in einer Seance meine verstorbene Großmutter kontaktiere oder so etwas, wenn die dann, die verstorbene Großmutter, durch das Medium zu mir spricht, woran könnte ich erkennen, dass ich es wirklich mit meiner Großmutter zu tun habe und nicht einfach nur mit einem Betrug? Die Stimme kann es nicht sein, die leitet sich vom Medium. Sehen kann ich sie auch nicht, sie ist ja nicht körperlich präsent. Handeln, also tun, kann sie eigentlich auch nichts, weil sie ein körperloses Wesen ist. Also ich kann sie nicht erkennen an ihrer Art zu gehen oder an ihrer Art Kartoffeln zu schälen oder was weiß ich was. Also, was soll das sein, eine körperlose Seele? Wie könnte man eine körperlose Seele überhaupt als die identische Person identifizieren? Darauf könnte man jetzt antworten, naja, Reidentifikation ist eigentlich ja nur ein epistemisches Problem, also ein Erkenntnisproblem. Die Person könnte ja nach ihrem Tod noch als körperlose Seele weiterleben und identisch mit sich selbst sein, ohne dass wir jemals die Möglichkeit hätten, es festzustellen. Also das eine ist die Frage, wie stellen wir es fest? Das andere ist die Frage, ist es eine wirkliche Identität? Und das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. Ich habe ja eine Vorstellung davon, was es bedeuten würde, wenn in dieser Seance meine Großmutter durch das Medium zu mir spricht. Also ich weiß genau, was der Fall sein müsste, damit Identität vorliegt. Das kann ich vielleicht nicht feststellen, ob das der Fall ist, aber das heißt nicht, dass es nicht trotzdem der Fall sein könnte. Also, etwas komische Situation. Identität ist zwar vorstellbar, aber es ist nicht klar, wie Identität erkennbar ist im Fall einer unkörperlichen Seele. Gut, dieses Problem lässt sich also einigermaßen aus dem Weg räumen, aber dann kommt ein deutlich schwierigeres Problem auf uns zu, nämlich, was ist denn eigentlich das Kriterium für eine Identität der Seele über den Tod hinaus? Zu sagen, die Person ist identisch, weil die Seele identisch ist,
Das verschiebt das Problem ja nur. Denn dann müssen wir uns die nächste Frage stellen, und was macht die Identität der Seele aus? Also woher weiß ich denn eigentlich, dass eine Seele identisch über die Zeit geblieben ist? Das ist ein Problem, das im 17. Jahrhundert John Locke in seinem Essay über den menschlichen Verstand intensiv diskutiert hat. Und er sagt, genau darin ist das Problem mit der Vorstellung einer Seele, einer unsterblichen Seele als Träger der Identität. Er sagt dazu, nehmen wir an, jemand denkt über sich selbst nach und kommt zu dem Schluss, dass er einen immateriellen Geist in sich habe, der das ist, was in ihm denkt und ihn bei dem fortgesetzten Wechsel in seinem Körper als denselben erhält. Dieser Geist sei das, was er sein Selbst nennt. Stellen wir uns ferner vor, der betreffende Mensch nehme an, dieser Geist sei dieselbe Seele, die bei der Belagerung von Troja, dem Nestor oder dem Thersites inne gewohnt habe. Wird oder kann sich dieser Mensch, der keinerlei Bewusstsein von einer einzigen Tat des Nestor oder des Thersites hat, dann vorstellen, dass er mit einem dieser beiden Männer identisch sei? Natürlich nicht, ne? Somit erstreckt sich dieses Bewusstsein auf keine Handlung eines dieser Männer. Folglich ist ein solcher Mensch ebenso wenig mit ihnen dasselbe Ich, wie wenn die Seele oder der immaterielle Geist, die ihm jetzt innewohnen, in dem Augenblick geschaffen worden wären und zu bestehen angefangen hätten, als sie in seinen gegenwärtigen Körper eintraten. Also, ob ich dieselbe Seele habe wie Nestor oder Sokrates, ist vollkommen irrelevant, solange ich mich daran erinnern kann, was Nestor oder Sokrates getan haben. Also, die Seele kann gar nicht der Träger der Identität sein, denn auf die Seele kommt es nicht an bei der Frage, wer die gleiche Person ist. Das Kriterium der Identität ist vielmehr eine Kontinuität des Bewusstseins oder eben die Erinnerung an die vorherigen Zustände dieses Bewusstseins. Das ist das Entscheidende. Die bloße Identität der Seele allein, die reicht nicht aus oder die ist eigentlich auch vollkommen irrelevant für die Frage. Sonst wäre ja unser drittes Kriterium, also das Bewusstsein der Identität, nicht erfüllt. Ich muss mich nach meinem Tod an mein früheres Leben erinnern können, sonst bin nicht ich es, der weiter existiert. Sonst ist das irgendeine neue Existenz, die mit der alten Existenz nichts zu tun hat. Also, Locke sagt, es kommt nicht auf die Seele an, es kommt auf die Erinnerung an, um Identität sicherzustellen. Und dann tut sich jetzt aber hier ein weiteres Problem auf, nämlich Locks Erinnerungskriterium ist selbst problematisch. Der wichtigste Einwand, der schon zu Locks Zeiten gegen dieses Kriterium vorgebracht worden ist, stammt von Thomas Reed, das sogenannte Reed-Paradox. Reed illustriert das mit einer kleinen Parabel. Also er sagt, wir haben hier einen Jungen, der im Alter von 10 Jahren Äpfel aus einem Garten stiehlt. Mit 40 Jahren ist aus diesem kleinen Jungen ein erwachsener Mann geworden, der inzwischen Offizier im Militär geworden ist und einen wichtigen Sieg in einer Schlacht errungen hat. Mit 40 Jahren erinnert sich dieser Offizier noch daran, was er mit 10 Jahren getan hat, wie er die Äpfel aus dem Garten gestohlen hat. Später dann, mit 70 Jahren, ist aus dem Offizier ein alter General geworden. Der alte General erinnert sich noch an die Schlacht, die er mit 40 Jahren geschlagen hat, an den großen Sieg, den er damals errungen hat, aber er hat längst vergessen, wie er mit 10 Jahren als kleiner Junge Äpfel aus dem Garten gestohlen hat. Nun, das heißt, mit 40 erinnert er sich daran, wie es war, 10 zu sein. Und das heißt, der 40-Jährige und der 10-Jährige sind miteinander identisch, laut Locks Erinnerungskriterium. Mit 70 Jahren erinnert er sich daran, wie es war, 40 zu sein. Das heißt, der 70-Jährige ist identisch mit dem 40-Jährigen, laut Locks Kriterium. Also, wenn der 70-Jährige mit dem 40-Jährigen identisch ist und der 40-Jährige mit dem 10-Jährigen identisch ist, dann muss eigentlich ja auch der 70-Jährige mit dem 10-Jährigen identisch sein. Das nennt man die Transitivität von Identität. Aber der 70-Jährige erinnert sich nicht mehr daran, wie es war, 10 zu sein. Also ist er nicht identisch mit dem 10-Jährigen. Er ist identisch und ist gleichzeitig nicht identisch mit ihm. Das ist ein Paradox und das weist uns ganz klar darauf hin, dass irgendwas nicht stimmt mit diesem Erinnerungskriterium. Nun, wenn das alles so schlecht funktioniert mit der Idee einer unsterblichen Seele, wie sieht die Alternative aus? Also was ist mit monistischen Vorstellungen? Könnte es eine monistische Theorie geben, nach der die Person ihre Existenz als psychophysische Einheit fortsetzt? Also könnte man nicht diese psychophysische Einheit zum Träger der Identität machen? John Hick versucht dafür zu argumentieren, dass das in der Tat vorstellbar ist und macht dazu ein kleines Gedankenexperiment. Er sagt, stellen wir uns doch mal vor,
Eine Person befindet sich gerade irgendwo in London auf einer Konferenz und mitten in dieser Konferenz, während des Vortrags eines Kollegen, verschwindet sie plötzlich von einem Moment auf den anderen. Und instantan taucht diese Person dann unvermittelt in New York wieder auf. Alle körperlichen Merkmale dieser Person sind identisch geblieben. Also selbst die Fingerabdrücke oder der Mageninhalt, der Kaffee, den er zum Frühstück getrunken hat, sind noch da, in gleicher Weise vorhanden. Auch die Kontinuität des Bewusstseins ist erhalten geblieben. Also die Person erinnert sich alles, was bis kurz vor dem Moment in London auf der Konferenz passiert ist, fragt sich, wie sie nach New York gekommen ist, fragt sich, wie es in London weitergegangen ist und so weiter und so fort. Also das Bewusstsein setzt sich unmittelbar nach diesem kurzen Cut fort. Alles deutet also darauf hin, dass hier Identität der Person vorliegt. Außer eben diesem seltsamen Bruch in der physischen Kontinuität, dass jemand in einem Moment in London ist und im nächsten in New York, ohne irgendwie dazwischen diesen Raum durchschritten zu haben. Nun fragt sich Hick, würden wir diese Person, die da in New York aufgetaucht ist, als identisch mit ihrem Vorgänger in London anerkennen? Und er sagt, intuitiv ja. Unsere Intuition geht klar in Richtung Identität. Juristisch gesehen mag das vielleicht ein gewisses Problem sein, also was mit dem Typen passiert, wenn er Zugriff auf seine Bankkonten haben will, das ist nochmal eine interessante Frage für sich. Aber unsere Intuition geht klar in diese Richtung, dass sie sagt, die beiden Personen sind identisch. Es ist die gleiche Person, die in London verschwunden ist und die in New York wieder aufgetaucht ist. Wenn das so ist, dann können wir das im Prinzip jetzt noch weiter ausdehnen und diesen Cut in der Kontinuität ein bisschen drastischer machen, dass wir dann eben von Tod und Auferstehung sprechen, aber fundamental wäre das ja nichts anderes. Die psychophysische Einheit verschwindet hier und taucht da wieder auf mit vielleicht einer kurzen zeitlichen Pause dazwischen drin oder einer entsprechend langen zeitlichen Pause, wenn Sie von so klassischen Vorstellungen im Christentum und Judentum ausgehen, dass es da viele Jahrtausende dauert. Aber grundsätzlich, die psychophysische Einheit verschwindet, taucht wieder auf und unsere Intuition sagt uns, es muss die gleiche Person sein. Aber hier kann man jetzt einwenden, die Identifikation, also sich für die gleiche Person zu halten oder andere für die gleiche Person zu halten, das reicht nicht aus, das garantiert keine Identität. Die anderen halten mich für die gleiche Person, das könnte aber auch eine Täuschung sein. Also wenn beispielsweise jemand verschwindet als kleines Kind und nach 20 Jahren wieder auftaucht, werden vielleicht viele Menschen nicht glauben, dass es sich um dieselbe Person handelt. Aber dennoch kann diese Person sich sicher sein, ich selbst bin derjenige, der damals verschwunden ist. Also die Anerkennung durch andere als identische Person ist nicht essentiell dafür, dieselbe Person zu sein. Und auch umgekehrt, nur weil ich glaube, dass ich dieselbe Person bin, heißt das noch lange nicht, dass ich es auch wirklich bin. Also wenn ich irgendwie eine psychotische Episode habe und glaube, ich wäre Napoleon, dann mag ich felsenfest davon überzeugt sein, Napoleon zu sein. Aber ich bin nicht Napoleon. Also auch meine Selbstidentifizierung als bestimmte Person garantiert nicht reale Identität. Das heißt, wir könnten im Falle dieser Auferstehung durchaus einem Irrtum aufsitzen und können es nicht ausschließen, dass unsere Intuitionen falsch sind in der Situation. Ein weiteres Problem hier an der Stelle wäre, wie geht man eigentlich mit Fällen von Reduplikation um? Es wäre ja prinzipiell vorstellbar, dass Gott am jüngsten Tag nicht einmal mich neu erschafft, sondern gleich zweimal. Also durch irgendeinen, Rechenfehler oder was weiß ich, sorgt Gott dafür, dass nicht eine Auferstehungsversion von mir entsteht, sondern zwei. Wer ist denn dann die identische Person? Also wer ist die Fortsetzung meiner Existenz? Es können nicht beide sein, denn Identität ist immer eine 1:1 Relation. Auf diese Frage scheint es keine sinnvolle Antwort zu geben und das bringt viele Leute dazu zu sagen, dass auch hier diese Idee einer psychophysischen Einheit nicht überzeugend ist. Nun, das Fazit, was sollte hier das Fazit sein? Ist es vorstellbar oder ist es nicht vorstellbar, die eigene Existenz über den Tod hinaus fortzusetzen? Nun, es ist nicht wirklich klar, worin Identität eigentlich besteht. Das ist so das Ergebnis, das man überhaupt aus der ganzen Debatte über personale Identität ziehen kann. Es ist unklar, ob es überhaupt so etwas wie personale Identität gibt und woran man das erkennen könnte, wenn es das gibt. Auf der anderen Seite, wir wissen aber ganz klar, dass wir heute noch dieselbe Person sind wie gestern. Also ich bin mir
echt ziemlich sicher, dass ich derselbe bin, der gestern Abend ins Bett gegangen ist und heute Morgen aufgestanden ist. Wir wissen auch, was es bedeuten würde, morgen noch da zu sein. Also ich kann mir ganz klar die Frage stellen, was wäre, wenn ich heute Abend bei einem Verkehrsunfall sterbe oder etwas. Und mir dann vorstellen, was es heißen würde, morgen nicht mehr da zu sein. Und das ganz klar davon unterscheiden, was es heißen würde, morgen noch da zu sein. Also Identität ist real. Ich weiß, was Identität bedeutet. Ich kann es nur nicht erklären. Wir wissen nicht, worin sie besteht, was ihre Kriterien sind. Aber wir können intuitiv, introspektiv ganz klar sagen, was Identität heißt. Eine etwas kuriose Situation. Identität über den Tod hinaus wäre damit also vorstellbar. Bloß es wäre nicht erklärbar, worin diese Identität besteht und wie sie zustande kommen kann. Bleibt noch eine letzte Frage. Wenn jetzt also Unsterblichkeit, die weitere Existenz nach dem Tod, vorstellbar ist, spricht irgendetwas dafür, dass sie auch real ist, dass es sie also wirklich gibt? Nun, in der Philosophie sind zwei Typen von Argumenten für die Unsterblichkeit des Menschen erwogen worden. Eine Kategorie sind die empirischen Argumente, die andere Kategorie sind die a priorischen Argumente. Argumente a priori sind ein bisschen aus der Mode gekommen. Solche Argumente a priori finden Sie zum Beispiel in Platons berühmten Dialog Phaidon über die Unsterblichkeit der Seele. Und die gehen normalerweise davon aus, dass die Seele in irgendeiner Weise unzerstörbar ist. Also dass sie nicht aus der Existenz genommen werden kann, weil sie nicht zerstört werden kann, weil sie nicht in Teile zerfallen kann oder so etwas. Solche Argumente sind in sich selbst relativ problematisch und sind größtenteils, also sind eigentlich alle schon spätestens in der Neuzeit widerlegt worden. Und zusätzlich schleppen sie noch alle möglichen Probleme der Seelentheorie mit, die wir gerade eben besprochen haben. Insofern sind die nicht so super interessant. Schauen wir uns vielleicht ein bisschen intensiver die empirischen Argumente für eine Existenz nach dem Tod an. Solche empirischen Argumente berufen sich auf bestimmte Erfahrungen, nämlich solche Erfahrungen, die nur durch eine Existenz der Person nach dem Tod erklärbar sein sollen. Was für Erfahrungen kommen da in Frage? Nun, die Debatte kreist normalerweise erstens um Nahtoderfahrungen und zweitens um parapsychologische Phänomene. Die letzteren, also die parapsychologischen Phänomene, sind in sich als Argumente ziemlich schwach. Also zum einen natürlich deswegen, weil die Existenz solcher Phänomene hochgradig umstritten ist. Die allermeisten seriösen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler lehnen die Existenz von spiritistischen, parapsychologischen Phänomenen und so weiter rundheraus ab. Und trotz erheblicher Anstrengungen in diesem Bereich ist es bisher nicht gelungen, einen wissenschaftlichen Nachweis für ihre Existenz zu finden. Also Anfang des 20. Jahrhunderts war das durchaus ein heißes Eisen, gab es ein großes Interesse an spiritistischen Phänomenen und auch ein großes Interesse an der wissenschaftlichen Erforschung dieser Phänomene. Und es gab einen ganz eigenen Wissenschaftszweig, der sich der Untersuchung von Medien, von Erscheinungen, von Kommunikation mit Geistern und so weiter gewidmet hat. Und das Ergebnis ist nach jahrzehntelanger Forschung doch ziemlich ernüchternd. Es gibt keinen Fall, der eindeutig für die Existenz solcher parapsychologischer Phänomene sprechen würde. Und selbst wenn es irgendwelche Belege in dieser Richtung gäbe, diese Belege müssten schon verdammt stark sein, damit wir dem Phänomen Glauben schenken. Denn sollte es solche Phänomene wirklich geben, dann wäre das eine ganz fundamentale Erschütterung unseres Weltbildes und würde eigentlich alles auf den Kopf stellen, was wir so glauben, über das Universum zu wissen. Und insofern sollten wir bei einer uneindeutigen Datenlage, und so uneindeutig ist die Datenlage tatsächlich auch leider nicht, selbst bei einer uneindeutigen Datenlage sollten wir eher davon ausgehen, dass es diese Phänomene nicht gibt, eine zumindest skeptische Haltung einnehmen. Ganz einfach, weil viel zu viel auf dem Spiel steht, als dass man hier leichtfertig auf schwachen Evidenzen gegründet unser wissenschaftliches Weltbild über den Haufen werfen sollte. Das stärkere Argument, das stärkere empirische Argument sind denn auch diese Nahtoderfahrungen. Nahtoderfahrungen haben jetzt den großen Vorteil, dass sie empirisch klar belegbar sind. Es gibt diese Phänomene in allen Kulturen und zu allen Zeiten und sind auch in der Gegenwart durchaus weit verbreitet. Nach Umfragen kriegen sie so Zustimmungswerte von 5-15% zu der Frage, ob jemand schon mal ein solches Erlebnis gehabt hat in der allgemeinen Bevölkerung. Das heißt, diese Phänomene sind durchaus real und weit verbreitet. Sie haben auch eine ganz ähnliche Struktur, die mehr oder weniger universal zu sein scheint. Also dann, das läuft ungefähr so, dass man
im Moment einer kritischen Verletzung oder im Moment einer Krise, einer Krankheit das Gefühl hat, den eigenen Körper zu verlassen. Es stellt sich ein Empfinden von Ruhe und Frieden ein. Man hat so das Gefühl, durch einen Tunnel sich zu bewegen, auf ein Licht hin. Es gibt einen Rückblick auf das eigene Leben, also dass das ganze Leben nochmal Revue passiert vor den Augen. Man nimmt vielleicht auch Kontakt mit Geistwesen auf oder sowas, die dann religiös interpretiert werden können oder auch nicht. Und so weiter und so fort. Also Sie können sich in der einschlägigen Literatur über die Details informieren, wenn Sie Lust dazu haben. Und die These, die jetzt hier in der Philosophie vertreten wird, lautet, solche Phänomene sind nur erklärbar, also solche Erfahrungen sind nur erklärbar, wenn wir davon ausgehen, dass es eine personale Weiterexistenz nach dem Tod gibt. Anders wäre es nicht möglich, dass solche Erfahrungen überhaupt zustande kommen. Nun, dafür, dass dem so ist, also dafür, dass solche Erfahrungen tatsächlich glaubwürdig sind, werden eine Reihe von Gründen angeführt. Also zum einen könnte man da auf ihre Universalität verweisen. Es sieht so aus, als wären diese Nahtoderfahrungen nicht oder nur wenig durch individuelle Einflüsse geprägt. Es gibt eine relativ konstante Struktur, die sich auch in antiken oder mittelalterlichen Berichten wiederfinden lässt oder auch in Berichten aus Asien. Und anderen Weltregionen, also Kultur- und zeitunabhängig, scheint die Struktur relativ gleichbleibend zu sein. Sogar das Lebensalter spielt keine Rolle, also auch kleine Kinder können solche Nahtoderfahrungen haben, die sich strukturell nicht unterscheiden von denen Erwachsener. Weiterhin wird angeführt, dass es keinen Zusammenhang gibt zwischen solchen Nahtoderfahrungen und Hirnschädigungen oder Medikamenten, die gegeben werden. Also solche Nahtoderfahrungen treten auch auf, wenn keine Medikamente im Spiel sind und sie treten sogar dann auf, wenn überhaupt keine lebensbedrohliche Situation eingetreten ist. Also nur dann, wenn die Nähe des Todes subjektiv wahrgenommen wird. Es gibt da ganz interessante Berichte über Nahtoderfahrungen von Bergsteigern, die im Fels abstürzen. Und solange sie nicht den Boden berührt haben, sind sie natürlich in keiner lebensbedrohlichen Situation. Aber bereits die Antizipation dieser bedrohlichen Situation kann eine solche Nahtoderfahrung auslösen. Und das Hirn ist natürlich vor einem solchen Unfall nicht in irgendeiner Weise geschädigt. Dazu wird weiterhin noch aufgeführt, dass ja teilweise in solchen Nahtoderfahrungen bestimmte Fakten bekannt werden, die das Individuum nicht wissen konnte oder vorher nicht gewusst hat. Also zum Beispiel gibt es Nahtoderfahrungen, bei denen man verstorbenen Personen begegnet und unter anderem auch Personen, von denen die Person, die die Erfahrung hat, nicht wusste, dass sie bereits gestorben sind. Und schließlich, was als ein sehr starkes Argument betrachtet wird, solche Erfahrungen treten auch bei sogenannten Flat-EEGs auf, also bei EEGs, die überhaupt keine Hirnaktivität mehr zeigen. Und das wäre ein sehr, sehr starkes Argument, denn wenn es nachweisbar wäre, dass es subjektive Erfahrungen gibt, ohne dass eine nachweisliche Hirnaktivität stattfindet, wäre das ein klares Indiz dafür, dass Bewusstsein unabhängig ist von Hirnzuständen. Auf der Kontraseite sprechen jetzt allerdings einige Punkte doch sehr gegen die Glaubwürdigkeit solcher Nahtoderfahrungen. Nehmen wir erstmal den Punkt der universalen Struktur nochmal auf. Klar, es gibt eine universale Struktur in diesen Nahtoderfahrungen, aber es gibt auch eine gewisse kulturbedingte Varianz. Zum Beispiel sind in mittelalterlichen Nahtoderfahrungen Schuld und Urteil sehr präsent. Also dieser Charakter des urteilenden Gottes, des jüngsten Gerichts und so weiter, das ist da ganz markant wiederzufinden, während das in gegenwärtigen westlichen Vorstellungen oder westlichen Nahtoderfahrungen komplett fehlt, dieses Element. Also es scheint schon so zu sein, dass die Kultur einen gewissen Einfluss auf den Inhalt dieser Erfahrungen hat. Außerdem, viele der Phänomene, die bei einer solchen Nahtoderfahrung auftreten, wie zum Beispiel diese Tunnelvision oder die Lichtwesen, die gesehen werden, sind ganz einfach naturalistisch erklärbar und können auch zumindest zum Teil rein physiologisch reproduziert werden. Also durch Sauerstoffabfall im Gehirn oder so etwas ist das relativ gut simulierbar.
Was ist jetzt mit der Sache mit den Toten, denen man begegnet, von denen man nicht wusste, dass sie tot sind? Nun, man begegnet auch fälschlicherweise da Personen, die noch leben. Also es kann durchaus vorkommen, dass da unter diesen Verstorbenen, die einen erwarten, im Jenseits Personen sind, die eigentlich noch am Leben sind. Also es scheint so zu sein, dass man einfach ganz generell auf irgendwelche Leute trifft in diesen Nahtoderfahrungen und irgendwann rein statistisch betrachtet werden dann irgendwann auch ein paar Zufallstreffer dabei sein, dass Leute da sind, die wirklich tot sind, ohne dass man es wusste. Und schließlich die Flat-EEGs, ja, das ist eine umstrittene Sache. Also einerseits ist es so, dass der Zeitpunkt der Erfahrung und der Zeitpunkt des Hirnzustandes nicht exakt miteinander korreliert werden können. Also es könnte ja durchaus auch sein, dass die Erfahrung nicht während dieser Phase der Nullaktivität aufgetreten ist, sondern erst als diese Phase vorbei war und das Gehirn seine Aktivität wieder aufgenommen hat, aber dann vom Gehirn subjektiv zurückverlegt wird in diese Phase, in der keine Aktivität stattgefunden hat. Oder es wird eben auch argumentiert, dass EEGs nicht alle Hirnaktivität erfassen können, dass also das Gehirn auch noch aktiv sein kann, wenn das EEG gar nichts mehr anzeigt. Die Sache ist also nicht wirklich eindeutig, aber zumindest gibt es noch eine intensive Diskussion, auch in der Gegenwart, über die Bedeutung solcher Nahtoderfahrungen, wie man die philosophisch am besten ausdeuten sollte. Allerdings ganz generell gegen die Vorstellbarkeit eines Lebens nach dem Tod spricht ein sehr, sehr wichtiges Kontraargument, das uns auch allen eigentlich geläufig ist. Nach allem, was wir wissen, sind ja Bewusstseinszustände abhängig von Hirnzuständen. Bewusstsein braucht eine physiologische Basis. Es kann kein Bewusstsein ohne Gehirn existieren. Und wenn das Gehirn mit dem Tod zerstört wird, dann muss das eigentlich auch das Ende des Bewusstseins sein. Diese Verbindung von Gehirnzuständen und Bewusstseinszuständen ist eigentlich trivial und jedem von uns bekannt. Sie müssen nur genug Whisky trinken, dann merken Sie es am eigenen Leib, was Hirnzustände und Bewusstseinszustände miteinander zu tun haben. Es gibt natürlich auch andere Belege dafür, also Charakterveränderungen, die durch Hirnverletzungen oder Tumore oder sowas ausgelöst werden. Also eigentlich ist die Sache relativ klar. Kein Bewusstsein ohne Gehirn. Und ohne Hirn kann es kein Bewusstsein geben. Also wenn im Tod das Gehirn aufhört zu funktionieren, dann ist das das Ende des Bewusstseins. Andererseits ist schon am Anfang des 20. Jahrhunderts gegen diese Korrelation von Hirnzuständen und Bewusstseinszuständen eingewandt worden, dass wir vielleicht das Verhältnis von Bewusstsein und Gehirn falsch verstehen. Und zwar hat der britische Philosoph John MacTaggart da eine ganz interessante Analogie gebracht, die sogenannte Fensteranalogie. MacTaggart sagt, wir sollten uns vielleicht das Gehirn eher so vorstellen wie eine Art Fenster zur Welt für das Bewusstsein. Wenn man in einem Raum eingeschlossen ist, der nur ein Fenster hat, dann kann man natürlich die Außenwelt nur durch dieses Fenster wahrnehmen. Aber, sagt MacTaggart, das Fenster ist ja nicht notwendig, um die Außenwelt zu sehen. Wer den Raum verlässt, der kann die Außenwelt direkt wahrnehmen. Also, auch wenn Bewusstseinszustände immer an Hirnzustände geknüpft sind, folgt nicht, dass Bewusstseinszustände, Hirnzustände notwendigerweise sein müssen. Es könnte eben sein, dass das Bewusstsein nur den einzigen Zugang zur Welt durch das Fenster des Gehirns hat, aber dass es nicht der notwendigerweise einzige Zugang ist. So. Bloß an der Stelle könnte man jetzt fragen, ist das überhaupt eine passende Analogie? Was spricht eigentlich dafür, dass diese Analogie wirklich eine treffende ist, wenn es um das Verhältnis von Bewusstsein und Gehirn geht? Dafür bräuchten wir ein ganz unabhängiges Argument. Ob es also jetzt vernünftige Gründe gibt, an ein Leben nach dem Tod zu glauben, das darf zumindest bezweifelt werden. Es hängt nämlich entscheidend von der Antwort auf philosophische Probleme ab, die noch vollkommen ungelöst sind. Nämlich zum einen die Identität der Person und was diese Identität über die Zeit hinweg ausmacht und zum anderen von der Stellung des Bewusstseins innerhalb der Wirklichkeit.